Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu TD2. Das ist aber ein bisschen anders als wie normal, denn wir schauen uns den momentan aktuellen Dev-Build an. Das wäre 2022 2.1 und den können wir momentan alle Supporter runterladen und auch einmal testen. Und der Changelog, der ist relativ groß, aber die interessantesten Dinge habe ich hier mal in grün hervorgehoben. Einerseits haben wir hier den reduzierte Nebeldichte, also Fernnebel, das was man in der Ferne sieht. Dann haben wir tägliches Zyklussystem, also sprich Tag-Nacht-Zyklus. Das wird am spannendsten sein. Wir können die Renderreichweite von Objekten zwischen 500 Meter und 10 Kilometer anpassen. Funktioniert aber nur zum Teil. Wir haben sehr viele Modelle. Also wer hier das mal im Detail anschauen will, was jetzt hier kommen ist, macht hier gerne mal eine Pause. Da dürfen dann vor allem die Szeneriebauer Spaß damit haben. Dann gibt es ein paar neue Wagen, so ein Netzwagen, Plattformwagen, Kühlwagen, so ein Express-Lieferwagen und SM42 mit Strabisch-Mischenreflektoren, einschließlich ich in der Lackierung 2476. Keine Ahnung, was das ist, aber ich dachte, ich erwähne es hier mal. Ganz geil, skalierbare Benutzeroberfläche im gesamten Simulator. Also nicht, dass man jetzt zum Beispiel wie ich 4K spielt und dann ist das Interface super witzig. Dann Sitzanimationen für NPCs hinzugefügt. Und dann hier zu diesem Tag-Nacht-Zyklus, das ist momentan zeitlich befristet. Kann sein, dass das noch in einer anderen Form kommt mit einem Wettersystem. Wir haben jetzt da mit dazu eine Taschenlampe und wir können, also wir werden es dann gleich sehen, die Skala, um die Verschiebungszeit einzustellen, gibt es in Sekunden. Das ist echt dämlich. Ich hoffe, das ändert sich noch, aber ich zeige es euch dann. Und dann gibt es im Editor einen Button, beziehungsweise mit Steuerung 9 kann man dann um 12 Stunden mal weiterschalten. Okay, dann haben wir noch Möglichkeit, automatisch erstellte Zeitpläne, also beziehungsweise Fahrpläne zu bearbeiten. Das gleiche auch mit dem manuell, das gilt jetzt für SWDR. Aufhebung der Längenbegrenzung von 53 Meter. Und bei der Erstellung des manuellen Fahrplans wird die Verfügbarkeit von Landschaften angezeigt, wenn der nächste Punkt ausgewählt wird. Das ist auch ein nettes Feature. SWDR-Seite werden wir uns heute nicht anschauen. Wir werden heute Singleplayer spielen und dann vor allem mal so in der Nacht oder in der Dämmerung fahren. Schauen wir uns das mal an. Und ich würde sagen, dazu wechseln wir ganz kurz in das Spiel. Ja, und das ist jetzt auch neu mit der neuen Version. Kann man aber mit einem Mausklick einfach überspringen. Ist ein nettes kleines Detail. Und auch das ist jetzt neu, dass man sich jetzt hier anmelden muss. Hier kann man noch die private Session gerade mit eintippen, wenn man denn eine machen möchte. Wir gehen jetzt schon mal da rein. Und ich weiß nicht, warum man die Sprache hier noch nicht speichert, aber wenn ich dann hier drauf gehe, dann passt es wieder. Englisch, Englisch und German. Ich glaube, ich könnte eigentlich da überall German machen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Dev-Build. Aber wenn wir schon mal hier in den Einstellungen sind. Eben, wir haben einerseits das hier neu mit der Renderdistanz. Ich habe das mal hier auf Anschlag gemacht. Und dann haben wir hier diesen Tag-Nacht-Zyklus. Den kann man jetzt hier ein- und ausschalten. Und so wie ich die Einstellung hier verstehe, ist quasi in welchem Faktor, also Zeitfaktor, er den Tag-Nacht-Wechsel macht. Also ich glaube, 0 wäre, glaube ich, Echtzeit. Und 24 irgendwie Faktor mal 24 am schnellsten. Wir werden den Faktor 24 bei uns einmal machen und das ist dann quasi der Zeitvorlauf. Sprich, wenn die Szenerie eigentlich um 20 Uhr startet, dann kannst du jetzt hier in Sekunden angeben, was für einen Vorlauf du eigentlich haben willst. Also statt dass das, ich sag gleich, dass der Tag Nacht jetzt bei 20 Uhr nicht dunkel ist, sondern zum Beispiel, dass es dann hell ist. Das kann man damit machen und da kann man dahinter sagen, der Light Range von den Lamps hier, ich habe den mal einfach mal so ein bisschen höher reingesetzt. Dann Lamplight Shadows und ansonsten hat sie hier nicht sehr viel getan. Also ich bin jetzt hier auf Vollbild Ultra, damit ihr es kurz gesehen habt. Kein Post-Processing, eventuell später mal. Und wir gehen jetzt Einzelspieler rein und ich würde sagen, wir machen hier 206 Spielen. Das geht schon mal nicht. Dann machen wir 205. Auch egal. Hauptsache, wir haben irgendwas zum Fahren. Cool. Alle, wenn jetzt bei uns gehen, nicht. Dann nehmen wir halt 204.
Wunderbar. Und wie wir sehen, es ist zappenduster. Machen hier schon mal die Lichter an. Und das sieht man dann auch draußen, wie die Scheinwerfer entsprechend einen Effekt haben. Oh, schaut euch mal an, wie geil es aussieht. Schön dunkel hier. Und die Beleuchtung der Laternen ist jetzt irgendwie dunkel. Ich glaube, das ist eher zeitabhängig, wann die da voll am Leuchten sind. Weil normalerweise würde das hier am Bahnsteig dann auch leuchten. Ich werde mal ganz kurz mit dem Zeitvorlauf hier spielen. Faktor 24. Mal hier 16.800. Okay. Jetzt sind auch die hier an. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir eine kleine Runde und während wir fahren, soll es eigentlich hell werden. Dann haben wir den Zyklus einmal gesehen. Muss ich hier noch was machen? Nee, nicht, ne? Bin ich abfahrbereit? Wir können das eigentlich mal ausmachen. Ja, dann würde ich sagen, diesmal mal. Etwas schwer, der Zug hier. Websocket Interrupt Connection, we're trying. Oh, können wir vergessen, sind hier Singleplayer. Das wird ein ganz neues Fahrerlebnis, wenn wir jetzt hier dynamischen Tag-Nacht-Wechsel haben. Wenn dann jetzt noch Wetter mit dazu kommt, wäre das natürlich mega geil. Da werden sich dann vor allem die Güterzüge freuen, wenn da entsprechend die Physik mitberechnet wird, dass man dann auch ein bisschen eher rutscht. Ja, ganz schön zum Kämpfen da. Und in Zero... Na, in 1700 Metern in Zero kmh. Hoffentlich wird sich das nochmal ändern. Ich weiß nicht, ich habe mit dem Autodispatcher irgendwie nie so wirklich Glück. Er ist einfach so cool. Und da sieht man da die Kegel von den einzelnen Scheinwerfern. Und 40 km/h hier. Er ist sogar die Straße beleuchtet. Cool. Aber glaube ich, kommt dem Echten schon wirklich hin, dass er einfach wirklich zappenduster ist. Höchstens alle in der City, dass man natürlich da die ganze Lichtverschmutzung hat, ein bisschen mehr sieht. Aber ich glaube, es wird schon langsam heller hier. Ja, okay, das ist ein Szeneriewechsel. Und dass der Dispatcher da noch nicht reagiert hat. Okay, gehen wir mal ein bisschen mehr Gas hier.
ein bisschen noch. Man sieht auch gar keine Signale. Ich denke mal, die 300 Meter sind wirklich Szenerieende. Außer es ist ein Semaphor, wobei auch beim Semaphor-Signal die sind teils beleuchtet. Die müssen sogar beleuchtet sein, gerade die mit den Schaufenstern. Okay. Ah, fail to download Naterki. Ja, okay, das ist ein Dev-Bild, aber ihr seht's, wo wir da hingehen. Was wir jetzt aber nochmal machen. Moment mal. Da ist sogar eine Szenerie offen. Okay. Singleplayer, wir gehen gerade nochmal 204 rein. Und dann schauen wir uns mal kurz den Sonnenaufgang an. So, wir gehen hier raus. Gehen jetzt mal kurz in die Einstellungen. Und ich glaube, irgendwas mit 19.000 so und da war Sonnenaufgang. Ja, genau. Und da können wir jetzt beobachten, wie das jetzt hier immer heller wird. Wird dann vermutlich mit dem Nuller-Faktor halt wesentlich smoother gehen. Aber so sieht man halt jetzt, okay, Sonne geht auf. Was ist hier quasi die Morgenröte. Sieht schon cool aus. Und das dann beim Fahren halt. Also ich sehe mich da schon, dass ich da irgendwie Szenerien mache. Beziehungsweise einen Fahrplan mache, der keine Ahnung, 2-3 Stunden geht. Und dann werde ich hier den Zeitfaktor ein bisschen höher machen. Und dann hast du immer wieder diese Tag-Nacht-Wechsel. Und ansonsten hast du jetzt die aktuelle Einstellung von der Uhrzeit, wie du halt gerade spielst. Also ich gehe mal davon aus, im Multiplayer richtet sich halt nach der echten Uhrzeit. Und bei dem Szenario halt nach der Szenario-Uhrzeit. Wie auch nach und nach die Lampen da halt angehen. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das so gewollt ist. Da sieht man, da hat sie teilweise nur so kleine Bugs hier. Dass hier so an- und ausgeht. Ah, da könnte man gerade schon wieder ein Screenshot von dem Ganzen hier machen. Eine Sache habe ich euch noch nicht gezeigt, und zwar ist es das neue Rollmaterial. Ich werde dafür nochmal ganz kurz eine andere Szenerie starten, inklusive den ganz neuen Zeugs. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ja, und da wären noch die neuen Sachen, was mit der neuen Version kommen. Einerseits die SM42 in diesem neuen Livery hier drin. Ja, Geschmackssache, ob einem das gefällt. Viel geiler würde ich es ja finden, wenn eine komplett neue Diesel-Lok mehr kommen würde, als wie die SM42. Dann, dieser Wagen ist mit neu, in dem man leider nicht reingehen kann. Oder noch nicht. Ich habe es probiert, aber funktioniert nicht. Das sehe ich dann noch spannend, wenn man damit ein Netzwagen hier rumfährt. Das werden sicher einige machen. Dann, den Kollegen hier. Gibt es natürlich dann auch in der beladenen Version, aber da sieht man nichts. Man kann es auch nicht aufmachen. Und die zwei. Die sind gleich, einfach nur ein bisschen leicht unterschiedliche Lackierung, sprich einmal used und nicht so used. Und den Wagen hier. Der hat momentan nur eine Ladung, das sind diese Kabel da und ansonsten halt ohne. Das wäre es an sich schon von dem neuen Rollmaterial. Ja, ist ein recht kurzes Video, aber das war nochmal ein kleiner Einblick hier in die Dev-Version. Könnt ihr euch ausprobieren, wenn ihr Supporter seid. Entsprechender Beitrag ist im Forum. Werde es in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und wäre theoretisch auch im Multiplayer halt möglich, mit dem jetzt hier zu spielen. Hat aber eine eigene SBDR-Version und einen eigenen Link dafür. Lest euch dazu den Beitrag durch und dann könnt ihr das selber ein bisschen rumspielen. Ansonsten empfehle ich euch, bleibt auf der momentan Stable-Version und wartet, bis hier die nächste Version rauskommt und durchgetestet ist. Wie gesagt, hat noch einige Bugs hier drin, die vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Downer sind. Also, bis denn dann. Und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte,
Kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.